Da hätte man Bundesliga spielen können mit dem Namen. Das ist wirklich so. Der ist immer Bundesliga tauglich. Ja. So, los geht's. Wenn sie kommt, weißt, dann hängt er dich schon ab. Ja. So, jetzt mal wieder Vorschuss von Wels. Und der kommt an. Von Nick Galler und auf Werkan Firat. Der bringt den Ball in die Mitte. Upsa. Stumm Graz ist jetzt auch die letzten Jahre dazugekommen. Serkan Firat. Der kommt gut. Ja. Unterläuft den Ball und es gibt Handelfmeter. Ja. So. Wenig Anlauf. Sieht nach dem Linksfuß aus. Schritte, gell? Mick Gudra. Hier schießt! Nigeria zum Beispiel. An unsere Zuschauer, falls ihr die Ergebnisse alle im Überblick haben wollt, wir können Sofascore sehr empfehlen. Sofascore. So. Das ist unbezahlte Werbung. Justin Seven und sucht den Abschluss. Wehrling steht da relativ frei, bringt den Ball. Ja, aber kein Problem für das Lenz mehr. Oh, Henry Weigel sucht den Abschluss. Da steht Christopher Wehrling. Aber super groß gemacht davon Tristan Mohn. Genau. Eingewechselt. Oh, und die Chance jetzt für die Mainzer. Und die machen das Tor. Super. Oh, da gibt es Diskussionen. Da gibt es noch Diskussionen, aber er gibt den Treffer. Wir schauen uns das Ganze nochmal an. Was war da los? Aber 21, 20? Genau, so um den Dreh. Aber okay, jetzt erstmal der Konter. Ken Marta. Ja, obwohl der kann den Ball verarbeiten. Den aus Tor. Hey! Den macht der Geister. Herrliches Tor, toller Treffer. Von Danny Schmidt. Ja, Doppelpack, oder? Der den Doppelpack jetzt hier markiert. Da gab es was Nettes zu trinken in der Halbzeit. Wir schauen uns nochmal an. Ja, wie gesagt, ich glaube, die haben das 0-1, das 1-0 noch nicht wirklich wegsteckt. Ja. Ja. Und ich muss sagen, auch Tor. Oh, und jetzt, obwohl, könnte die Steinmacher direkt antworten, aber Tristan Mohn ist da. Und Freude ist das andere Leid, ne? Der Unter hat locker 45 Grad auf dem Rasen. Oh, oh, da setzt er sich super durch. Schabani mit dem Abschluss und Tor für die Mainzer. Jetzt geht's ab hier. Und die Steinmacher sind komplett von der Rolle. Julian sagt's noch in der Halbzeit, die zweite Halbzeit ist FSV Mainz. Und wir haben gerade mal 16 Minuten gespielt und es steht 3-0 und das macht den FSV. Das macht Enes Schabani ganz abgezockt. Ja, ist gefickt. Muss man sagen, also die sind richtig gut. Wie gesagt, unbezahlte Werbung. Ja. Oh, und jetzt die Steinbacher. Und Schild mit dem Lupfer. Oh, die Leute! Ja, du kommst immer erst in der 80er, der gesagt, hey, Traum. So, jetzt Danny Schmidt 2 gegen 5. Aber der Spieler ist super da. Und der muss wieder drin sein. Gute Nacht, das ist wieder Kevin Ibrahim. Kevin Ibrahim. Mit einer super Fußballrate. So, jetzt nochmal Rupil. Auf Götze. Er bringt ihn auf den zweiten Pfosten. Oh, ja, ja, ja. Oh. Komm, dann machen wir mal Zeitlupe. Das war's. Pfeift Hildenbrand ab. Letzte Aktion. Die sehen wir nochmal. Götze. Und dann der Ball gar nicht so ungefährlich, aber wieder war es Kevin Ibrahim, der aufgepasst hat.